Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Und ja, wer von euch hatte in der Vergangenheit nicht schon mal das Gefühl, dass in dem Quellcode von World of Tanks irgendwo der Passus steht, wenn der Panzer russisch ist, gleich oder dann unbesiegbar. Ich denke, viele von euch haben schon die Erfahrung gemacht und haben sich schon des Häufigeren gewundert, entweder wie genau die russischen Kanonen gesinnt. Es gibt ja auch andere YouTuber und Streamer, die sagen, hey, je höher der Wert der Kanone ist, beziehungsweise je höher der Wert der Genauigkeit der Kanone ist, umso präziser trifft eine russische Kanone. Bei der Panzerung denkt man sich auch manchmal, hey, um Gottes Willen, was ist denn da gerade passiert? Wie konnte ich denn an diesem russischen Panzer abprallen? Jetzt habe ich hier eine Runde für euch mitgebracht im Objekt 705 Alpha. Ich habe gestern endlich meine dritte Gunmark auf dem Panzer fertig machen dürfen. Und dabei habe ich diese Runde gespielt. Und ja, was ist denn jetzt in dem Fall, wenn zwei russische Panzer aufeinandertreffen und da greift die sogenannte 152er-Regel? 152 ist das Lieblingskaliber von Stalin, das sieht man immer ganz gerne beim KV-2, der hat 152mm verbaut. ISO 152 hat natürlich die 152mm Kanone verbaut, aber auch der russische Super Heavy Objekt 705 Alpha, auch wenn er nur 650 Alpha-Schaden hat, auch der hat, wenn ihr mal ganz kurz guckt, 152 mm als ja, Standardbewaffnung. Und dann kommt es vor, dass in dem Quellcode diese 152 ja, nach dem Alphabet übersetzt werden. Und wenn man das mal so in den alphabetischen Zahlencode eingibt, dann heißt 152 nichts anderes als alles es besiegt. Und wir werden jetzt sehen, was so eine 152mm Kanone dann mit anderen russischen Heavys macht. Wir haben im Gegnerteam Objekt 277. Schauen wir mal, da vorne stand auch schon ein T-54, auch das ein russischer Panzer. Und dann, wenn da steht russischer Panzer gegen russischen Panzer, dann greift halt diese 152mm Regel. Oder auch die 152er-Regel. Der T-54 hat jetzt hier schon mal das erste Brett bekommen. Und jetzt kommt hier ein motivierter Fahrer in seinem Objekt 277. Ich würde sagen, das Objekt 277 grundsätzlich der stärkere Panzer. Aber nicht, wenn die 152er-Regel greift. Er kommt jetzt hier, versucht gegen uns zu sidescrapen. Bam! 2200 Amorak-Treffer. Und da hat sie das erste Mal zugeschlagen, die 152er-Regel. Ich bastel hier gerade schon meinen Aluhut zurecht. Jetzt gucken wir mal ganz kurz T-54, hallo? Bam! Der nächste Blow-Up mit der 152er-Regel. Beides russische Panzer. Mein Aluhut sitzt noch nicht ganz richtig. So, jetzt müsste ich ihn richtig aufhaben. Zwei Kills. 3850 Schaden, zweimal den Turm weggeburstet. Also ich denke, jeder, der jetzt sich gefragt hat, was besagt denn diese 152er-Regel, alles ist besiegt und ja, genau das besagt es. Wenn zwei russische Panzer aufeinandertreffen, dann, wie gesagt, greift diese Regel und dann entscheidet die 152er meistens das Gefecht für sich. Jetzt haben wir hier einen Tiger, der fällt natürlich nicht darunter, der kriegt einfach nur so sein Fett weg. Gibt es hier direkt nochmal ein schönes Brett, 594. Ich will mich jetzt auch gar nicht darüber beschweren, dass das jetzt eine Low Roll war und auch dass der erste Schuss auf den T-54 eine Low Roll waren, weil wie gesagt, die 152er-Regel hat es uns ermöglicht, hier schon mit 5100 Schaden durch die Gegend zu fahren. An den STG komme ich nicht ran, der T-49 da hinten, ist auch schwer ranzukommen, 5:5. Also entschieden ist das Gefecht noch nicht, obwohl wir uns unserem russischen Counterpart schon entledigt haben. Da hinten fährt jetzt noch ein WT auf Panzer 4 durch die Gegend. Komme ich da an den T-49 ran? Ne, leider nicht. Jetzt kurz überlegt, umzuladen auf eine HE, aber der WT auf Panzer 4 wird da schon gnadenlos auseinandergenommen. Und was haben wir denn da noch? Einen weiteren russischen Panzer, den T-44. Und ihr ahnt, was jetzt kommt. Selbstverständlich greift bei diesem Kollegen auch die 152er-Regel. Goodbye, Turm. Nächster Amorak-Treffer. Guckt euch mal an, wo der Turm gelandet ist. Da liegt der Turm. Also, vielleicht
Bezieht ihr das so ein bisschen in eure Planung das nächste Mal mit ein, wenn ihr dann mit einem russischen Panzer gegen einen anderen russischen Panzer fahrt und dieser andere russische Panzer hat eine 152mm Kanone, dann solltet ihr euch ganz genau überlegen, ob ihr dieses Duell annehmt oder ob ihr es lieber lasst. Der T-49 fällt natürlich wieder nicht unter die Regel, auf den schießen wir eine Low Roll, wie sich das gehört. So, jetzt versucht er hier noch wegzukommen, aber das lässt das 705 einfach nicht zu. Mobil ist der Heavy genug, um auf kürzere Entfernung so einem Light hinterherzufahren. 6.442 Schaden haben wir jetzt. 3 Ammo-Rack-Treffer in einer Runde. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir noch nie passiert. Und wenn ich das jetzt gestern im Stream erzählt habe, dann haben die Leute ehrlich gesagt sich gefragt, was, du erzählst doch scheiße. Replay or it didn't happen. Hier ist das Replay dazu. Und wie gesagt, ich kann es mir nur so erklären, hier muss einfach im Quellcode diese 152er-Regel drin geschrieben sein, sonst wäre das hier nicht möglich gewesen. Gibt uns für 149, leider, weil ich gestunt bin, schieße ich daneben. Jetzt lade ich eine HE, weil der einzige Panzer, der noch lebt, ist der Scorpion G und die Lorraine 155. Aber wir wissen, wo der Scorpion zuletzt gespottet war und vielleicht können wir da nochmal einen reinschmatzen. Immerhin hat keiner von den anderen beiden getroffen. HP hat er noch genug für unsere HE-Shell. Da könnte ich rein. Den Schuss will ich nicht machen. Dann lieber einen sicheren, wenn er da nochmal gespottet wird. Ich bin jetzt gespottet worden von ihm. Er fährt aber weiter. Und das sind nochmal leckere 790 auf unser Konto. Ja, mit den paar Schuss sind wir jetzt dank der Ammo-Rack-Treffer bei 7232 Schaden. Das war natürlich für die Gunmark eine leckere Runde. Und für den Aha-Faktor war das auch eine sehr interessante Runde. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich euch jetzt diese 152er-Regel einmal zeigen konnte und was denn RNG mit Russian Bias so veranstalten kann. So, ich setze jetzt hier meinen Aluhut mal wieder ab. Ich wollte euch das Replay nicht vorenthalten, weil ich einfach in der Runde ziemlich fassungslos war. Nach dem ersten Ammo-Rack-Treffer habe ich gedacht, oh geil, auch mal Glück gehabt, weil ich ja sonst eher mich über das RNG beschwere. Und bei dem zweiten ist mir dann schon die Kinnlade runtergefallen. Beim dritten habe ich dann gedacht, okay, das Ganze hat System. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt dem Ganzen Dislike. Ich persönlich, wie gesagt, fand das Replay und während ich das Spiel gespielt habe, sehr lustig. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!